Drecksack. Ich hab auch Erde. Du hast auch Erde? Ich kann auch Erde klatschen. Kannst du auf deinen Namen tanzen? Ja. Soll ich sie zeigen? E-Y-K. Wir haben ja damals auch eine Talentshow gehabt, weißt du? Also der Emmis in seiner Schulzeit hat eine Talentshow gehabt. Da war unser Emmis allerdings auch noch ein bisschen, ja, beleibter. Beleibter. Ja, da haben wir uns auch überlegt, ob er das hinkriegt, so eine Rolle vorwärts auf einer Matte zu machen. Du weißt schon, dass wir uns keine 15 Jahre kennen oder so. Ach, deswegen sag ich jetzt gerade, weil sag jetzt nichts. Nein, du bist auch schon uralt. Das stimmt. Ich komme mir vor wie ein Tattergreis. Weißt du noch damals? Als Dresden zerbombt war. Was? Na. Hier, Kurga, einmal ignorieren, bitte. Es ist nur eine Tatsache. Ja, und? Hast du eigentlich gesehen, dass ich hier Schilder angebracht habe? Ja, hab ich. Ich hab sie nur missachtet. Wie in der Straßenverkehrsordnung. Hast du auch die an der Farm, sag ich jetzt mal, gesehen? Ja. Hast du nicht. Guck sie dir bitte an, damit es auch die Zuschauer sehen. An der Farm. Ja, hier. An der Tierfarm. Entschuldigung. Das ist die Farm. Ah, ja, du hast ein Schild aufgehängt. Eichenholz-Werkzeugregal. Sehr schön gemacht, Emmis. War übrigens extra, dass ich über dich geschossen habe. Nein, ja, in der unserer... Ja, er hat es Schlachthaus genannt. Scheune. Da. Schlachthaus. Weißt du, wenn er es Scheune genannt hätte, das wäre schön, aber naja. Weißt du was? Eigentlich hatte ich ja vor. Ach da? Ja. Wir. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Komm doch mal bitte zum Schlachthaus. Oh. Warum? Warum? Ich will da nicht hin. Mhm. Und zwar, wir können diese Futterstation automatisieren. Auch noch? Ja, klar. Nein. Doch. Oh. Nee. Reagieren die auf dem Redstone-Signal? Wenn du die mit Impuls-Item-Ducts oder sowas anschließt, das geht. Ach so, du meinst, wir können sie induktisieren? Theoretisch können wir einfach hier vorne eine Kiste hinstellen. Also zum Beispiel hier. Ja. Und dann tun wir da, was weiß ich, Weizen oder sowas reinschmeißen und die gehen dann in die jeweiligen Futterstationen. Mhm. Dann müssen wir da niemals rein, um irgendwelche Futterstationen zu... Wir müssten noch nicht mal rein, um eine Schlachtaktion durchzuführen. Ja doch, das soll... Nein, da gibt's ja auch Mittel und Wege für. Schlachtaktion! Da werden so links und rechts werden dann einfach so ein paar Dinger hingebastelt. Rechts und links werden... Ja, die Zahnräder des Todes. Was? Nein, wir machen da keine Zahnräder. Nein. Nein, das ist ja total fies. So, was nehmen wir denn von Holz? Für was denn? Ach so, für dein Bau? Für mein Bäuchchen? Ja, Mann. Für mein Bäuerchen? Wo sind denn die Weidensetzlinge? Sind die oben? Theoretisch. Ach, es ist so schön, wenn der TK dabei ist. Der sagt dir uns, ja, die sind oben. Ja, na gut, der TK ist ja ein wandelndes Lexikon. Piniensetzlinge hätte ich da, 12 Stück. Was hältst du denn von den Weidenholz? Ja, wäre nicht schlecht, ist aber nur ein Stack da. Na und? Na und? Wir haben doch bestimmt Setzlinge von Weiden. Eiche. Ja, wir haben ein Stack Weidensetzlinge. Also, hier, mach mal einen Punkt. Gut, dann setzen wir die mal irgendwo hin. Ich meine, die haben wir ja noch nicht benutzt. Deswegen, benutzen. Da hasse eigentlich, ja, Hesseräsch. Sauf, was klar ist, benutzt, was da ist, was? Ja, genau. Also, Wasser, klar. Ja.
Oder durchsichtige Milch, was? Ich weiß nicht, was du für Milch in deinem... Ich sag jetzt mal... Block hast. In meinem Block? Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Kaff ist es ja nicht. Viertel, ja, Mann. Viertel. Was du in deinem Viertel hast. In meinem Viertel? Außerdem, ja, wie gesagt, also Weidenholz haben wir noch nicht benutzt, deswegen finde ich eigentlich, kann man es ja mal benutzen. Eigentlich keine schlechte Idee, ja. Und das reicht eigentlich auch schon quasi so als Vorbau. Hier hat Vorbau gesagt. Weißt du? Das ist dann quasi so ein Vorraum, weißt du? Aha. Vielleicht doch noch zwei vorgehen, damit sich das ein bisschen abhebt. Mhm. Mhm. Mach bis hier, das reicht doch. Mach was? Eins weg. Nee, zwei. Mach jetzt zwei weg, das reicht doch. Ja. Was ist denn das jetzt von Level? Und der muss auch weg. Ja, dann ist es gerade. Okay. Dann machst du. Mach doch noch so eins rüber. Warum hast du mich jetzt weggehauen? Mal an die Seite. Mach das nicht mit Weidenholz. Nimm brüchigen Stein. Nichts darf ich hier, weißt du? Ich sag doch nur, was gut aussehen könnte. Ich würde eine Steinsäule machen. Wenn natürlich ein Zuschauer was dagegen hat, schreibt es in die Kommentare. Oh, hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, deswegen sag ich es ja. Schreibt es in die Kommentare, ja. Jetzt hast du was falsch gemacht. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Das ist falsch. Oh, jetzt ist richtig. So, meinst du? Ja, Mann. Ja, Mann. Es geht, Alter. Es geht. Jeden und so. Jetzt machst du dann hier halt so brüchigen Steinen. Den du dir... Den du in deinem Inventar hast. Was? Nein. Hab ich weggelegt. Dann musst du den jetzt leider wiederholen. Nö. Komm, sonst mache ich immer die Handlanger-Tätigkeiten. Jetzt mach dich mal nützlich und kehr den Hof. Hol brüchige Steine. Okay, dann mache ich jetzt Handlanger und du machst das Haus fertig. Bring Erde mit. Was? Hab ich dabei. Wie viel brauchst du? Mäh! Erstmal Pinienholz, Weidenholzbretter habe ich auch jetzt. Ich habe die Dinger mal zum. Ich würde sie. Du willst ein Dach machen, meinst du? Ja, es ist zu spät. Ich will ja Treppen haben. Würde ich nicht auf Weide machen. Ich persönlich. Du würdest das nicht. Nee, grünes Dach sieht blöd aus. Angemoost. Ja. Es ist ja auch nur so ein Vordachding, weißt du? Ja, trotzdem. Es muss ja gut aussehen. Quatsch, ich sehe gut aus, das reicht noch. War das jetzt wieder so ein Atmungsfehler oder hast du jetzt... Ja, war Atmungsfehler. Hm? Voll und ganz ein Atmungsfehler. Hm? Als ich gesagt habe, dass ich gut aussehe? Ja. War ein Atmungsfehler. Da war er wieder, ne? Wieder. Ja, schrecklich. Furchtbar. Kann ich mal atmen. Was machst du denn hier? Lass doch den Berg stehen, das sieht doch gut aus. Du hast doch gar keine Ahnung, was ich vorhab. Du wolltest hier so eine Säule, ja, genau, oder? Hör auf zu zicken. Das ist ein Bauwerk, hier wird nicht gezickt. Ich zick doch gar nicht. Ich frag nur. Was meinst du denn hier? Bitte. Guck mal, das sieht fast aus wie Marmor. Der mir genommen wurde. Ach stimmt. Das war das größte Opfer in der Karriere, in der Let's Play-Karriere von MS74. Als der Marmor ihn verließ. Ja. Als der Marmor ihn verließ. Der Berg war ein super Begrenzer, das sah wirklich toll aus. Du machst ihn weg. Aber es ist dein Bauwerk, mach du. Was nicht zuletzt daran liegt, dass das Dach hier ein bisschen überstehen soll. Ne? Ja, und? Dann hättest du da nicht so viel wegmachen müssen. Das war ein super Begrenzer. Komm, hier. Nee, damit du. Jetzt ist es zu spät. Jetzt hast du rumdiskutiert. Jetzt ist Feierabend. Nee, ich guck einfach nur noch zu. Hast du Pech gehabt? Zack.
Wie willst du denn eigentlich hier vorne machen? Das weiß ich noch nicht. Das entscheiden wir mal spontan. Ich gehe grundsätzlich ohne Planung an den Hausbau. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wir erinnern uns an die Folgen vor 500. Ja, und? Spontan und so, ne? Wup, wup. Oh, yeah, spontan, yeah. Ich hätte gern so einen Fluter oder sowas, den man an den Berg hängt, der dann hier vorne alles beleuchtet. Das wäre cool. DK? Danke. Es hätte mich jetzt nicht gewundert. Ja? Warte mal. Klar, Cage Lamps sind da. Diverse Indicator Lamps sind noch da. Können wir erst schlafen gehen, bevor du da jetzt weiter in die Höhe starrst? Ja, können wir machen. Ich starre nicht in die Höhe. Du hängst mir da ständig im Gesicht rum. Okay. Du hüpfst. Ach, du nicht, oder was? Töten! Bitchslap! 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 Ja, da kommen viele Monster auf dich zu. Brauchst du Hilfe? Bis jetzt nicht. Oh, ein Zombie. Kaka. So. Ups, das war ein fettes Echo, Alter. Fett Echo! Wie lange nehmen wir denn schon auf? Hast du den Timer denn gestartet überhaupt? Selbstredend. Na, Mama ist ja nie bei dir, ne? Hi. Frühstück. Oh ja, warte, ich mach mit. Okay. Da brennt ein Zombie. Umgefallen ist er. Der MS versucht hinterher zu hopsen. Das kann ja nicht klopsen. Was? Pau! Hättest du mich jetzt getroffen, hätten wir keine Battle Arena gebraucht, um uns zu battlen. Guck mich an. Okay, ja, gut. War dein Häuschen. Los. Ja, ich trau mich nicht, wenn du dabei bist. Warum? Ich kann nicht, wenn einer guckt. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Also haben 6, wir hier. 7, 8, Block. Ups. Das war so. Nicht so gut. Gibt's nur einen Eingang? Hier vorne Erde. Gibt's einen Eingang, ne? Erde. Ja, das heißt mir egal, das ist eine Markierung. Hier soll eigentlich nur so ein dickes Dach hin. Mhm. Stein oder Holz? Da du mir gesagt hast, dass ich, was ich alles nicht machen darf, musst du mir jetzt sagen, was ich machen darf. Nö. Steinhaus. Du hast mir gesagt, ich darf das nicht. Du machst ein Loch in den Fels rein, nicht ich. Du hast gesagt, ich darf das nicht. Ich komme nicht drauf. So, jetzt habe ich kein Material mehr. Tschüss. Dann muss ich dir wieder aushelfen. Was musst du? Aushelfen. Du musst mir nicht aushelfen. So? Nö, ist doch Quatsch. Warum musst du mir denn aushelfen? Wie kommst du denn darauf? Master. Ja, bitte. Oh, ja. Hier, wo es brennt. Ich habe keine Erde mehr. Na, da muss ich dir wohl aushelfen. Master. Kleiner Master. Sitzt im Lagerhaus und sucht nach einem Zeug. Dach. Master, kleiner Master. Und dann machen wir ja mit noch Krach. Was?